Boah, Papa, so langsam brauchst du echt eine Frau. Sehr witzig. Du hast die doch alle verscheucht. Wegen dir werde ich noch Single sterben. Weißt du was? Ich kläre dir jetzt einfach alle. Ja, klar. Ist nicht dein Ernst, ne? Tschüss, was eine Granate. Guck mal, Papa, ich habe eine gefunden. Boah, die ist echt nicht schlecht, ja? Ich kläre sie dir jetzt. Von mir aus? So, die müsste jeden Moment hier sein. Was geht denn mit dir ab? Warum bist du so nervös? Ey, die ist schon da. Esma, bitte benimm dich, okay? Du weißt, ne? Entspann dich mal, ich hab sie doch geklärt. Hey, wie geht's? Alles gut? Ja, komm rein, das ist meine Tochter Esma. Hi, freut mich, Esma. Freut mich auch. Und hier ist mein Sohn Kevin. Hey, Kevin. Ja, kommt rein, kommt rein, kommt rein. Fühlt euch wie zu Hause. Schrei doch nicht so rum, spielt doch keine Rolle. Ihr werdet euch gut verstehen. Nein, werden wir nicht. Esma, fängst du schon wieder damit an? Boah, ist ja gut. Oh. So, bitteschön. Oh, danke schön. Und, hast du gut hergefunden? Ja, war alles ganz gut. Ja? Spannend. Sehr schön, sehr schön. Sie ist viel zu gut für ihn. Was hast du da gesagt? Hast du richtig gehört? Meine Mutter ist viel zu gut für deinen Vater. Hör mal zu, du krummes Gesicht. Deine dämliche Mutter ist nur hier, weil ich es wollte. Und dein dämlicher Vater darf sie nur daten, weil ich sein R8 haben will. Also ich muss sagen, mein Sohn ist wirklich lieb und sehr vorbildlich. Ja. Meine Tochter ist auch sehr, sehr, sehr lieb und die ist Vorbild vom Vorbild. Genau, die ist sehr gut. Du wirst einen Scheiß von meinem Vater kriegen. Das werden wir sehen. Du hast dich echt mit der Falschen angelegt. Na klar. Ja, was denn? Sorry wegen vorhin. Ich wollte eigentlich schon immer einen Bruder haben. Okay. Und ich bin froh, dass du hier bist. Ja, freut mich, dass wir uns verstehen. Kleine Umarmung. So, mein lieber Bruder, du musst mir jetzt helfen. Ja, klar. Wobei denn? Wir spielen ein Theaterstück in der Schule und ich muss die Szene noch ein bisschen üben. Okay. Was ist das? Wir müssen uns verkleiden, damit man sich in die Rolle versetzt. Ja, stimmt. Das macht Sinn. Fangen wir an. Malen wir zuerst ein blaues Auge. So, das sieht jetzt perfekt aus. Hier, zieh die Handschuhe an und los geht's. Und wie besprochen, je lauter, desto besser. Okay, verstanden. Wie siehst du denn da? Ey, da war ich 10 Jahre alt. Nimm das! Esma, was passiert hier? Papa, der ist auf mich losgegangen und hat mich geschlagen. Spinnst du? Du kannst doch nicht einfach jemanden schlagen. Hä, was ist denn hier los? Oh mein Gott, was hast du mit dir angestellt? Hast du Schatz oder was? Esma, komm mit, mein Schatz. Komm mit. Ich bin echt enttäuscht von dir. Du bist diesmal wirklich zu weit gegangen. Wir haben doch nur gespielt, Mama. Das blaue Auge ist gemacht. Jetzt halt den Mund und mach's nicht noch schlimmer mit deinen Lügen. Alles gut, mein Schatz? Komm, setz dich jetzt hin. Ey, ganz ehrlich, das kann doch nicht dein Ernst sein. Du lügst mich dreist an und erzählst mir, dein Sohn sei lieb und nett. Ja, ist er normalerweise auch. Ich weiß echt nicht, was in ihn gefahren ist. Ich weiß echt nicht, ob das so mit uns klappt. Ich meine, das hier geht ja mal gar nicht. Jetzt beruhig dich doch bitte. Es soll jetzt wirklich nicht an einer Sache scheitern. Schatz, geh mal in dein Zimmer und ruh dich aus, ja? Komm. Das tut mir echt leid wegen deiner Tochter. Ja, mir tut's auch leid, dass ich ein bisschen so aufgebracht bin. Es ist nicht so gemeint, was ich gerade gesagt habe. Alles gut, nehme ich dir auch nicht übel. Das war auch keine schöne Sache. Hey, wohin gehst du? Du bleibst hier. Ich wollte nur ganz kurz auf Toilette, Mama. Ja, mach schnell und komm da zurück. Okay. Was willst du denn schon wieder? Hast du nicht genug bekommen? Hey, ich hab dich unterschätzt. Ich will mich bei dir entschuldigen. Ja, sollst du auch. Ich will dich nicht als Feind haben. Lass uns versöhnen. Unsere Eltern zuliebe. Meine Mutter war sehr lange Single. Das kommt mir bekannt vor. Na gut, mein Papa tut mir auch schon leid. Hey, guck mal, was ich draußen gefunden habe. Hä? Was ist das? Ich weiß nicht, das sieht aus wie eine Wasserpistole. Hä? Ich glaube, das Ding ist leer. Da kommt nur Luft raus. Hä? Was machst du denn da? Bist du doof oder so? Ach, achte mal, jetzt passiert was Cooles. Hey, warte mal, sag mir nicht, dass du das bist. Ja, ich hatte halt voll die Pickel. Hilfe! 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 Hey, was passiert denn hier? Oh mein Gott, Kevin, was ist los? Was passiert? Hä? Was geht denn hier ab? Wo ist dein Spray? Wo ist dein Asthma-Spray? Esma, was ist hier passiert und warum hast du dein Spray in der Hand? Oh mein Gott, gib mir das schnell her, gib mir das her! Mann, das ist leer, warum ist das leer? Oh, alles gut. Alles gut, es geht wieder. Oh mein Gott, Kevin, sicher? Ich habe mir große Sorgen gemacht. Was ist denn passiert? Ich habe keine Luft mehr gekriegt
Und erstmal hat mein Spray genommen und hat es leer gemacht. Hä? Was redest du da? Das geht mir eindeutig zu weit. Hier, komm mit, Kevin. Hey, entspann dich mal. Hallo, geht's dir gut? Erstmal hast du den Verstand verloren. Das ist kein Spaß mehr. Das ist lebensgefährlich. Wovon redet ihr denn alle? Warum tust du mir das jedes Mal an? Du enttäuschst mich einfach. Der Junge ist schon raffiniert, ne? Setz dich hin. Hast du Schaden oder was? Ich glaube, das macht echt keinen Sinn mit uns. Hast mir erzählt, deine Tochter wäre ach so lieb. Das ist sie normalerweise auch. Das war wahrscheinlich nur eine Racheaktion wegen dem, was er ihr vorhin angetan hat. Eine Racheaktion? Also stehst du dazu, was deine Tochter gemacht hat oder was? Mein Sohn wäre fast draufgegangen. Ja, das war doch nicht so gemeint. So wollte ich das doch gar nicht sagen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir beide jetzt gehen und die Sache zwischen uns einfach beenden. Weißt du was? Du hast recht. Ich glaube, wir sollten die Sache einfach beenden. Hey, hallo. Warte erstmal, unterbrech mich nicht. Wir müssen euch was sagen. Ja, was denn? Kommt erstmal bitte wieder runter. Wir haben euch die ganze Zeit verarscht. Was redest du denn da für ein Schwachsinn? Sagst du es? Ich hatte was gegen ihn und wollte ihn loswerden. Was? Ich habe ihn in die Falle gelockt, das Auge ist gemalt und er hat mich nicht geschlagen. Und das mit dem Asthma-Spray war meine Idee. Ich wollte es ihr nur heimzahlen. Das kann einfach nicht wahr sein, was die hier gerade erzählen. Könnt doch nicht unsere Beziehung mit solchen Streichen aufs Spiel setzen. Tut mir leid, Papa, das kommt nie wieder vor. Ja, das will ich für euch beiden auch hoffen. Das war das letzte Mal, dass so etwas hier passiert. Okay, setzt euch jetzt hin. Wir gucken uns jetzt einen Film an und benehmt euch. Ich kann dir eins sagen, meine Tochter wird deinen Sohn nicht akzeptieren. Wie ich meinen Sohn kenne, er sie auch nicht. Geh auf jeden Fall davon aus, dass sie ihm einen Streich spielen wird. Geh du mal davon aus, dass er sich revanchiert. Das wird ein Spaß. Fangen wir an, malen wir zuerst ein blaues Auge. Siehst du, es geht schon los. Ich bin gespannt, wie gut deine Tochter ist. Ja, ich hatte halt voll Hilfe! Hilfe! Und da kommt seine Revanche. Jetzt bin ich gespannt, wie gut dein Sohn ist.